Let's go. Oh. Starker Start. Oh. Oh. Oh, den hat auch mit dem Abbie getroffen. Nice, Scheiß. Voll auch so. Nee, Tobi auch. So. Hallo. Gut, voll auf das ganz schön. Auf jeden Fall, voll gut zu gegen Roy. Das Casting ist ja passiert hier nur, okay. Oh. Schöner Follow. SDN gegen Me, aka Mega Man. Ja. Habe ich noch gar nicht so viel gesehen, tatsächlich, spieltechnisch. Also Mega Man jetzt? Ja, ja. Ja, aus MV. Immer gerne gesehen. Also, wenn Leute generell, wenn Leute weit reisen, ist das ja schon echt ziemlich cool einfach. Ja. Genau, einer von den drei Rostockern, die hier sind. Und wenn wir sehen können, hier gegen SDN mit Ninja. Also. Ist überraschend, wie gut er sich gerade schlägt, tatsächlich. Mhm. Auch mit dem Upbeat. Ich finde ja, der Upbeat von Roy fühlt sich unfassbar rewarding anzutreffen. Das ist einfach ein geiles Gefühl, den zu hitten. Ja, so viele Hits und die Hits knallen alle so rein. Und bam, 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 bam. Ja, ja. Der Screencheck auch noch so ein bisschen. Ist einfach cool. Oh! Oh, bei SDN echt clean. Da hält den echt weg. Ja. Ja. Und kam auch nicht mehr mit dem Upbeat zurück. Du machst das hier sehr schnell. Ich war gerade am Scouten, was es noch so gibt. Hab schon gesagt, also das erste Set von Top 12 wird auf jeden Fall Guyver sein. Mhm. Und ansonsten, ich meine, hat ja jetzt den First Seed, ne? Ja. Er hat SDN den First Seed gesnackt. Der hat ja alles gewonnen. Ich meine, es ist SD Goat, was erwartest du? Mal gucken, hey, vielleicht haben wir hier... Vielleicht haben wir den SDN-Killer. Vielleicht, ja. Muss er jetzt aber noch mal ein bisschen reinhängen für die Games. Und schon mal, was wir als nächstes sehen werden, Ubapu gegen Skyvania um Top 12. Hab ich vorhin gegen Ubapu gespielt, hat mich unfassbar überrascht, der Typ vom PlayStation. Ja, clean, ne? Ja. Ziemlich flüssig. Ja, alles sehr, sehr, sehr übereinander geht auch. Oh. Oh. Okay, also wir sehen schon SDN nämlich mit seinem First Character, aber wir sehen, dass einige Bereiche, wie zum Beispiel das Gimpen, einfach echt gut sind. Nur manchmal overextendet er wohl. Hat schon auch viel. Oh, da ist wieder die Back Air. Einfach weggeback Air. Einfach nur permanent von einem Move zerstört. Ist auch echt, also ich glaube, dass gerade die extrem gute Recovery von Greninja ihm gerade sehr viel in diesem Matchup auch hilft. Mhm. Weil er kommt teilweise aus den unmöglichsten Spots, kommt er momentan zurück. Ja, einer der höchsten Jumps in-game, wenn nicht der höchste. Ich weiß nur, er, Zero Suit, Samus und Falco. Auf jeden Fall super hohe Sprünge. Danach Luigi. Er ist aber auch sehr aggressiv momentan. Also wenn er einmal rankommt, dann geht er auch richtig ran, um halt diesen Advantage richtig auszulegen. Ja. Was halt bei, also ich kann mir vorstellen, dass man bei Roy wirklich machen muss, weil es ist halt so ein, das finde ich so geil an den Charakteren wie Roy und Chrome, also spezifisch den beiden, die fühlen sich unfassbar flüssig an zu spielen, die fühlen sich auch einfach mächtig an. Mhm. Deswegen, es ist für diesen meiner Meinung nach wirklich die Definition von einem Rushdown-Charakter. Sie rennen auf dich zu. Roy? Roy? Ja, ja. Voll. Ja, Roy und Fox einfach nur rauflaufen, gute Frame-Data haben und dann einfach... Ja. Einfach irgendwie draufballern, das wird schon funktionieren. Das ist schon lustig, ja. Mhm. Aber das hat halt natürlich auch seine Nachteile, dass halt dein so ziemlich, dass du in jedem anderen Bereich halt ein bisschen lagst. Mhm.
Ja, und mit Roy muss man schon sehr nah an den Gegnern dran sein, halt, um überhaupt auch zu killen. Ja. Ansonsten immer Paper Sword. Ja, ist oh. Nicht so schlimm wie ein Melee. Nee, da war ja einfach Trash. Ja, da war auch einfach wortwörtlich kaputt, so spieltechnisch. Das heißt, sein Schwert war irgendwie nur zur Hälfte gecoded. Nicht gut, nicht die gute Art von Broken. Ja, genau, es war die schlechte Art von Broken. Und da war ein Upthrow-Kill. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt mal einen Upthrow-Kill von Green Ninja gesehen habe. Also ich zuletzt in Smash 4. Ja, okay. Ja, dann hast du ihn schon wieder gesehen, den Ulti. Ich wusste nicht, was man mit dem Ding überhaupt killen kann. Ja, vielleicht habe ich das irgendwann nochmal bei Tarek gesehen. Tarek gegen wen auch immer, guckt man sich ja dann doch gerne an immer. Ich habe Tarek tatsächlich nicht ein einziges Match von ihm jemals gesehen. War interessant, weil er ist halt so der Einzige aus Deutschland. Ja, also ich meine, es gibt schon noch ein paar andere, aber jetzt im Moment ist er der einzig aktiv spielende Spieler, der, der in den USA auch unterwegs ist. Ah, also international. Ja, genau, generell international kann man sagen, ja. Und gut performt, also so Top 8 Performances, Top 32 auf so den krassesten Majors. Ja, schön gemacht von SDN. Das war sehr schön, ja. Schnell. Meine, sehr schnell. Ja, meine Goat bleibt einfach am Ball. Aber ist dann.